Hallo Leute, weiter geht's mit Total War Pahau. In der letzten Folge haben wir uns jetzt hier vorbereitet, neue Einheiten rekrutiert, um den Krieg gegen Timna voranzubringen. Wir werden sehen, wie es läuft. Wir hatten uns vorgenommen, hier den Beobachtungsposten platt zu machen. Ach, da ist sogar eine Festung errichtet in zwei Runden. Da müssen wir vorher vorbeischauen. Ja, das müssen wir machen. Musterungshalle ist hier abgeschlossen worden. Wir werden das Ganze ringsrum erstmal noch machen, bevor wir dann Timna den Krieg erklären. Königlicher Erlass. Was hat man da genommen für einen? Ich glaube, das war die Affinität zum Wald. Und was nehmen wir denn als nächstes? Steinformer könnte man jetzt nutzen. Baukosten für Tempel 10%, Rang bei Rekrutierung General. Ja, so langsam werden wir wahrscheinlich, wenn wir dann Timna erobert haben, auch noch uns den zweiten General leisten können. Gottverehrungsplatz. Was ist das denn? Vorbereitung gegen Repressalien. Wer weise ist, fürchtet die Götter, sorgt dafür, dass die Priesterschaft alle notwendigen Beschwörungen und was Trank, ach, Trankopfer darbringt, damit ihr himmlischer Zorn uns nicht trifft. Gottverehrungsplatz plus eins. Ach, dann können wir zwei Götter verehren, oder wie? Das wäre natürlich krass. Boah, es dauert sechs Runden. Wir sind uns halt nicht sicher, was es genau bedeutet. Ich tendiere im Moment tatsächlich zu dem ganz rechts. Nahrung geht eigentlich im Moment auch. Habe ich hier ja, Rang bei Rekrutierung plus zwei. Also einen stärkeren General bekommen wir da. Der Hofaktion. göttliche Hof heißt euch willkommen. Da Hier dient ihr auf mein Geheiß. wissen wir ja, was wir schon, also was wir vorhaben, unser Komplott zu unterstützen. Konspirieren. Ja. Höflichkeit ziemt sich für unser kultiviertes Volk. Jeder gibt 15%. Der göttliche Hof braucht mehr wie euch. 30% dazu sind wir bei 82. Und dann der Facher auch noch. Ich hoffe, der kann das auch machen. Dann wären wir bei 97%. Ja, mal gucken, ob das alles so wird, wie wir uns das vorstellen. Zu Gott könnten wir das jetzt zur Stufe 3 machen, aber wir wollten doch hier bei Nikel uns was gönnen, das hier. Bezirk der Bronzearbeiter. Dann würden wir nochmal 155 dazu bekommen, oder wie? Das wäre natürlich heftig. Das würde das Ganze verdoppeln. Dann warten wir mal, bis wir hier die Steine und auch die Arbeiterschaft zusammen haben. Müssen wir uns merken. Und Bau ist doch bestimmt noch auf dem Sinai möglich, genau. Wir leben in einem Zeitalter des Wohlstands. Zwei Arbeiterschaft. Müssen wir hier oben sparen. Auf drei Arbeiterschaft. Das ist mir noch ein bisschen zu langsam hier, wie das hier vorangeht, aber das ist auch ein Stück weit dem geschuldet, dass wir hier erst zwei Provinzregionen unser nennen können. Jetzt werden wir uns da auch erstmal zurückhalten. Das Schicksal ruft mich, Somit können wir und uns ich werde antworten. in den Krieg stürzen hier. Keine Marschbefehle. Stets bereit.
In zwei Runden wird hier diese Festung errichtet. Krieg erklären. Den brauchen wir jetzt nicht dazu rufen. Trefft sie mit aller Kraft! Ich schmiede mein Schicksal. Genau. Und jetzt geht's hier noch weiter. Zu! Wir plündern das einfach nur, wir brennen es nicht nieder. Ich führe an! Stellung Marsch. Jetzt können wir hier sogar noch angreifen, wenn wir das nutzen. Schnelligkeit des Benu. Befehlt euren Armeen bis zum Ende der Runde in Marschstellung anzugreifen. In dieser Zeit gehen alle Einheiten ausgeruht ins Gefecht. Oh, der hat trotzdem noch 10. Wow. Das ist natürlich... Hä, wir haben den doch niedergebrannt. Streckt sie nieder! Also, nee, wir haben den nicht niedergebrannt. Wir haben den geplündert und dann zählt er halt noch als intakt. Das ist ja Mist. Dann müssen wir ihn niederbrennen. Jetzt hat er nur noch 7 Leute in der Garnison. Wäre dann eine 13er Armee, die da gegen uns steht. Stört mich noch einmal und es passiert was. Ja, nützt nichts. Wir müssen ran. Ramses der Kühne. In die glorreiche Schlacht. Kanaan wird knien. Oh. Alles klar. Der hat ja nicht mal eine Mauer hier drumherum gebaut. Seht ihr das? Apiru-Räuber, Milizen. Dass sie mir ihr Haus rüberlegen. Den haben wir ein bisschen überschätzt. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, Leute, dass wir dem so haushoch überlegen sind, ja? Also so extrem. Naja, gut, dann. Automatische Schlacht. Das ist mein Schicksal. Bisschen Bronze, ein bisschen Nahrung und Legitimation haben wir auch bekommen. Sehr schön. Wir besetzen es natürlich. Sorgt für Ordnung. Ich werde jeden Tag stärker. Kriegen jetzt nochmal 2000 Bronze dazu. Nice. Timna-Fraktion ist vernichtet. Wir haben den Schild dazu bekommen. Ah, hier, ja, genau. Diese Waldaffinität haben wir erforscht gehabt bei den königlichen Erlassen. Ich frage mich jetzt, ob wir den Schild unserem Ramses geben können. Grenzenloser Ehrgeiz. Weil er hat ja eigentlich einen Bogen. Ah, geht nicht. Okay. Wäre ja auch Quatsch. Schild und Bogen. Den Trockenfisch hatten wir jetzt schon. Passiert das automatisch? Hä? Das kommt doch aber eigentlich erst mit unserer Karawane an, oder? Komisch. Gesegnet von den Göttern. Ja, das ist guter Rat teuer. Holen wir uns jetzt noch die Tapferkeit rein? Weil das wäre halt nicht schlecht, ja. Minus 5% Unterhalt. Und die Rekrutierungskosten sinken. Bewegungswiederherstellung nach Gefecht, das ist uninteressant. Und das Schaden gegen große Feinde und Schadensresistenz gegen... Das wäre mir wirklich noch mit am wichtigsten hier. Minus 5% Unterhalt. Ach Mann.
Nachschub, umso schneller wird die Armee halt wieder aufgefüllt. Kann man natürlich auch gut gebrauchen. Aber hier oben bekommen wir halt von Haus aus Unterhalt geschenkt. Gewährt Fähigkeit, wisst ihr, gegen wen ihr kämpft? Ich kein Dunst, was das sein soll. Aber hier diese Bewegung auf Land, dass wir schneller unterwegs sind, ist halt auch wirklich Gold wert. Unterhalt ist super. Und das hier unten ist auch super. Und hier wäre der Titel halt super. Ich tue mich schwer. Ich merke das schon. Wir nehmen das mit der Bewegung. Dass wir hier hinten erstmal ankommen. Genau. Gut, dann können wir das schließen. Timna uns mal anschauen. Gibt's doch bestimmt irgendwas zu reparieren, oder? Nö. Das ist... Ne, Start schon Stufe 3 Gebäude. Nö. Aber wir könnten es bauen. Aber eigentlich wollten wir hier abwarten. Die Steine, dass wir mehr Steine bekommen. Naja. Wir bauen das Stufe 3 Gebäude hier erstmal aus. In Escheret Raitu. Baum möglich im Nord-Sinai. Da wollten wir ja hier. Ja, das reicht noch lange nicht aus hier. Die Arbeiterschaft. Da wollten wir auch das hier sparen. Und Außenpostenbau ist möglich. Was haben wir denn hier bisher? Wir haben den ägyptischen Handelsposten, der hier steht. Ja. Hier scheint mehr zu sein. Wo sind... Na, das ist ja auch... Schaut mal, wie nah die aneinander hier sind. Das normale würde... Das ist halt Grenzgebiet hier. Ja. Sehr schmales, sehr kleines Gebiet. Ist relativ egal, da die alle drei Außenposten sehr nah an Timna dran sind. Bauen wir halt einen Beobachtungsposten. Und ein Schrein. Schweißkosten sind alles wieder Steine. Wir brauchen halt auch noch eine Weile, immer die ganze Arbeiterschaft zusammen haben. Oh, was? Minus 1? Verfall? Hä? Verstehe ich nicht. Verfall? Gefecht gewonnen? Minus 1. Warum? Und jetzt haben wir noch die Wahl, was wir hier für einen Erlass in dieser Provinz... welchen Erlass wir da einsetzen wollen. Im Nord-Sinai hatten wir ja die Produktion, ich glaube, von Bronze da beschleunigt. Stimmt's? Nö, andersrum. Produktion von Nahrung. Dann machen wir es hier umgedreht, würde ich sagen.
wenn wir dieses Stufe 5 Gebäude dann fertig haben, für den Nord-Sinai kommen wir natürlich besser, wenn wir das umdrehen, dass wir hier auf Nahrung gehen, aber hier haben wir halt nur eine einzige Nahrungsstadt, das ist ja auch Quatsch. Von jedem was? Bronze, Nahrung und Stein würde das betreffen. Machen wir von jedem was, königliche Gärten. Hier hat man gesagt, sparen wir. Und unsere Armee bringen wir nach Süden. Zu großem bestimmt. In der nächsten Runde. Handelsposten, da schauen wir dann noch vorbei, bevor wir nach Südwesten marschieren. Nach Per-Amun und Charu. Das sind dann die nächsten Ziele, die wir so haben. Was wir uns noch angucken könnten, ist, wie es hier überhaupt aussieht. Ob die uns alle hassen oder ob es vielleicht geht. Diplomatischer Status, Haltung uns gegenüber. Die mögen uns alle hier, aber in die Richtung müssen wir ja vorstoßen. Und oben geht's noch mit Ashkelon. Also die sind ganz schönes Schwergewicht hier. Wir hatten ja auch schon in einer der letzten Folgen versucht, mit denen irgendwie ein Abkommen hinzubekommen, aber leider nichts dabei rumgekommen. Minus 10 noch. Halt, das wollte ich doch noch nachgucken, ob die mit irgendjemandem mittlerweile verbündet ich sind. Ich werde ein Vermächtnis erschaffen. Nö, sind sie nicht. Per-Amun. Ja, wir müssen das wieder umändern hier, dass das hier weggeht. So. Beenden wir die Runde. Denke mal, je weiter wir nach Süden bzw. Südwesten vordringen, umso stärker werden die Gegner werden. Weil wenn ich mir das hier angucke, die haben ja alle schon Full-Stack-Armies. Was ist jetzt los? Das Fleisch ist schwach. Ach so, grüne Neun und der Pharao gestorben? Doch die Seele eines Pharaos lebt fort. Für alle Ewigkeit. Das bricht bei uns jetzt auch ein Bürgerkrieg aus, oder wie? In meinen 5 Stunden, die ich bisher hier gespielt hatte, auch noch nie. Also vorher, bevor ich das Let's Play angefangen hatte.
Frieden ist ein empfindliches Gleichgewicht. Doch wenn sich Brüder gegen Brüder wenden. Ich glaube, das ist dann immer wieder das Gleiche, die Intros. Gelten tut wenn Bürgerkrieg ausbricht. Können wir dann in Zukunft auch wegmachen. Und Blut vergießen ist unumgänglich. Tretet in den Bürgerkrieg ein. Der Thron ist in greifbarer Nähe, aber seid vorbereitet, bevor ihr ihn für euch beansprucht. Ihr könnt jetzt in den laufenden Bürgerkrieg eintreten. Ägypten wird von Konflikten heimgesucht. Einige haben die Waffen erhoben und lechzen nach dem Thron. Wer wird sich als wahrer Herrscher durchsetzen? Der Bürgerkrieg hat begonnen. Die Frage ist halt, was müssen wir da überhaupt machen, um den Bürgerkrieg zu gewinnen? Alle besiegen oder was? Macht der Krone, Gefechte minus 1. Ägypter Gefechts. Eine Legitimation. Manchmal schafft Macht tatsächlich Recht. Je gewaltiger eure Schlachten, desto mehr Ruhm und Legitimation werdet ihr ernten. Und je aussichtsloser die Lage, die ihr überwindet, desto mehr habt ihr euren Wert bewiesen. Was euch umso mehr Legitimation einbringt. Doch all das ist nicht von Dauer, denn Menschen vergessen oder verlieren einfach das Interesse an euren kämpferischen Können. Ach, das ist nur von kurzer Dauer, diese Gefechtslegitimation. Ja, das ist ja auch ein Quatschi. Da hat sich schon einer zu einem Pharao hier nach oben, oder bekannt. Prätendenten. Wahrscheinlich Anwärter oder die den herausfordern wollen. In Bürgerkrieg eintreten. Dann würden wir gegen den Menefa-Krieg führen. Der hat ja schon 3 Vasallen. Alter Schwede. Menefa. Politische Lage. Die folgenden politischen Lagen können während einer Herrschaft eintreten. Frieden oder Bürgerkrieg. Bürgerkrieg. Ein Prätendent hat den Thron herausgefordert und damit einen Bürgerkrieg im Reich begonnen. Dieser endet erst, wenn ein unangefochtener Pharao die Macht ergreift. Verbleibende Zeit im Bürgerkrieg, an deren Ende eine Fraktion siegreich hervorgehen wird. Die Zeit erhöht sich für jeden neuen Prätendenten, der am Krieg teilnimmt oder wenn er unentschieden endet. Sie verringert sich außerdem erheblich, wenn nur noch eine einzige Fraktion übrig ist. Wir schauen uns mal den Menefa an. Das Riesenproblem ist einfach, dass er auch noch 3 Vasallen hat. Der hat die Vasallen von dem alten Pharao, glaube ich, einfach übernommen. Menefa. Stärkerang 30. Also alleine sieht er keine Schnitte gegen uns. Ich kämpfe für Ägypten. Handelspartner, Feinde. Und das sind die Vasallen hier. Shedet, Het Nesut und Shemenu. Wir ziehen da lieber erstmal nochmal den Schwanz ein. Wir werden hier uns nicht gleich zum Pfarrer hochschwingen. Wir werden das langsam angehen. Wir werden erstmal unsere Hofintrigen voranbringen. Wir
wollen ja den Posten haben hier. Hohe Priester des Amun. Das wollen wir werden. Konspirieren. Geht's auf 65 hoch. Ich wusste, dass ein anderer Ägypter meiner Meinung sein würde. Ich wusste, dass ich auf die Vernunft eines anderen Ägypters setzen kann. Ist natürlich Mist jetzt für uns. Weil jetzt kein Pharao da ist, den wir dann auch noch mit einstacheln könnten. Richtig dumm gelaufen. Muss denn da gerade jetzt der Pharao wegsterben? So ein Mist. 70, kriegen wir das auf 80% und höher werden wir es halt nicht kriegen. Oder können wir mehrmals die Leute dazu auffordern, mit uns zu konspirieren? Das müsste man ausprobieren. Na, mal schauen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis das nächste Horusgeleit eingeleitet wird. Bau möglich im Nordsinai. Haben wir 5 Arbeiterschaft? Nein. Und im Sinai fehlt es uns auch an einer Arbeiterschaft. Also bauen wir nichts. Dann ab zum General. Auserwählter des Re. Besuchen wir den Handelsposten. Vom Schicksal erkoren. Dann suchen wir uns eine Zwischenstation, dass wir schön schnell unterwegs sind. Aber die ist noch im Bau hier. Ja. Hier unten. Sehr gut, da kommen wir sogar bis hin. Ab nach Südwesten. Das ist schon krass. Schaut mal, was wir jetzt an Bronze machen. Also wir warten jetzt nur noch, bis der Erlass hier durch ist. Und dann rekrutieren wir den zweiten General. Auf geht's. Marschiert, Männer! So weit sind wir gar nicht mehr entfernt hier. Krass. Das ist schon cool, wenn man sich so schnell bewegen kann. Hofaktion hat man alles gemacht. Oh. Jetzt geht's richtig los. Seht ihr das rechts? Ein neuer Prätend erhebt sich. Ein neuer Prätend erhebt sich. Also gibt's 4 neue Herausforderungen. Ich denke mal auch, die Vasallen werden sich jetzt von dem allerersten Prätenden losgelöst haben. Tja, haben alle untereinander Krieg jetzt. Man wird sich an mich erinnern. Einer hat sich losgelöst von den Vasallen. Die 2 anderen halten dem tatsächlich noch die Treue. Das können wir uns auch hier in der Fraktionsübersicht anschauen. Nee, Fraktionsübersicht war es nicht. Macht der Krone. 1, 2, 3, 4. Also 5 Leute prügeln sich jetzt hier um Pharao zu werden. Diese Fraktion hat den höchsten Legitimationswert und wird nach dem Ende des Bürgerkriegs voraussichtlich zum neuen Herrscher. Ach, es geht dann nach Legitimation. Ja, dann brauchen wir das ja sowieso nicht versuchen. Mit unseren 16. Mese. Dann halten wir uns erstmal zurück hier. Ach du grüne Neune, schaut mal, wie viel andere das alleine nur in Ägypten dann hier noch gibt. Dann brauchen wir erstmal mehr ägyptische heilige Länder, bevor wir uns da mal mit dem Bürgerkrieg befassen. Aber der Bürgerkrieg tobt jetzt halt noch 20 Jahre, 20 Runden.
Das ist schon ordentlich. Das sind 3 Jahre, wird das jetzt noch toben, ungefähr. Das ist natürlich auch Mist. Kein Schicksal ist leicht zu erfüllen. Ägyptischer Handelsposten. Schrein des Ptah. Das können wir uns mal noch holen, weil das müsste auch bald auslaufen, ja. Götter, hört meine Stimme! Und dann können wir in der nächsten Runde auch schon angreifen. Am besten per Amun direkt. Beobachtungsposten, ägyptisches was? Der hat ein Monument dorthin gesetzt? Nett. Wow. Durch Interagieren erhält die Armee für ein paar Runden Moral. Ägyptischer Handelsposten, Zwischenstation, ja gut. Dann werden wir mal zuerst uns um Charu kümmern. Bevor wir Per Amun angreifen, weil Per Amun greifen wir dann von Süden aus an. Zerstören den Beobachtungsposten auf dem Weg dahin. Vorwärts, Marsch! Ja, durch mein Gequatsch habe ich jetzt vergessen, dass wir doch eigentlich erstmal den Schrein des Ptah da besuchen wollten. Ja, egal, zurücklaufen und werden wir jetzt nicht nochmal. Wir brechen auf! Hofaktion führen wir durch. Ägypten hat uns gut erzogen, was man von einigen dieser fragwürdigen Gestalten nicht behaupten kann. Bin gespannt. Ägypten erfreut sich an dieser Großzügigkeit. Mal schauen. Ärgerlich, dass da gerade kein Pharao da ist, der da noch mit reinballern könnte. Stufe 3. Ja, wir müssen noch warten, bis das ja. Ach nee, stopp. Wir wollten ja noch mehr Bronze generieren. Ja, doch, wir brauchen. Langfristig gesehen mehr Bronze, aber wir brauchen auch unbedingt mehr Nahrung. Na, mal gucken, wenn wir die nächste Region unser nennen können. Hab noch gar nicht geschaut. Doch, Stein gab es da ja auch, glaube ich. Genau, da. Charu gibt es Stein und hier gibt es Nahrung. Schön. Gut, die zwei Sachen lassen wir weg und Runde beenden. Ich glaube, unser Verbündeter hat sich auch nicht zum Prätenden ernannt. Der macht erstmal einen ruhigen. Der will 115 Bronze haben und uns dafür 474 Nahrung geben. Sieben Runden lang. Wir haben im Moment genügend Bronze und es wird eine Weile dauern, bis wir die Bronze dann halt brauchen für den zweiten General. Ich tendiere dazu, das anzunehmen. Ja, komm, machen wir. Können wir unseren Nahrungshaushalt ein bisschen nach oben pushen. Horusgeleit.
Bahnhofaktion eintauschen? Nee, das lehnen wir mal ab. Unterhaltet mindestens 25 Einheiten, rekrutiert einen General oder ein Monument errichten. Also einen General wollten wir ja sowieso rekrutieren. 25 Einheiten. Kriegen wir auch hin, aber der General ist einfacher zu bekommen. Ach so, nur 5 Runden. Na gut, das passt. Wir nehmen den General. Überfluss in Nubien und Kusch, kostbares Nass, der große Nil ist ergiebig und gewaltig. Seine mächtigen Fluten hauchen den Feldern von Nubien und Kusch neues Leben ein. Hofintrigen, Entschädigung. Er hat mal abgelebt. Das sind die 50 Gold, genau. Ha! Position erhalten. Nice! Wir sind hohe Priester des Amun geworden. Leute! Ach, das passiert dann automatisch. Man muss dann das gar nicht lostreten. Also die 80% haben uns ausgereicht. Ja, Gott sei Dank. Schaut mal, ansonsten hätten wir ja... Ja, wir hatten auch gar keine Zeit mehr gehabt, um... den Pharao noch zu fragen. Das muss man alles im Hinterkopf behalten. Also man kann ja Achtung... mit rübernehmen ins nächste Horusgeleit. Vorher schon ein bisschen mit den Leuten tratschen, dass man dann ordentlich konspirieren kann. Wir lernen immer mehr dazu. So muss das sein. Ich bin bereit für die Prüfungen, die vor mir liegen. Denkt dran, Däumchen nach oben, was in die Kommentare und ganz wichtig, Abo da lassen für den Kanal. Der Kanal sollte auch wachsen hier und das ist auch unfassbare Motivation für den YouTuber. Könnt ihr mir glauben. Und vielen Dank natürlich auch an alle Leute, die dem Kanal hier die Treue halten. Vielen Dank dafür, Leute. Wir sehen uns morgen, ja, wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge Total War Pharao. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.